Und damit herzlich willkommen zurück zu Stranger Things und wir werden jetzt unseren guten Freund Dustin zu Hause willkommen heißen. Hi Mike, bereit Dustin willkommen zu heißen? Sowas von bereit geboren. Jetzt Elfie. Sie bewegt sich. Das ist nur ein Traum, du träumst. Überraschung! Oh nein, Dustin. Zur Rache mache ich dir gleich mal deinen Fernseher kaputt. Überraschung, willkommen zurück, Dustin. Danke, Leute. Ich hatte Angst, dass ihr mich vergesst, während ich weg bin. Ich brauche eure Hilfe bei einem Gerät, das ich gebastelt habe, während ich gewartet habe. Helft mir, einen Regenschirm, Klebeband und Alufolie zu besorgen. Sie müssen hier irgendwo im Haus sein. Dustin stößt dazu. Du kannst zwischen deinen freigeschalteten Figuren wechseln, indem du RT oder LT drückst. So wird deine aktuelle Figur gegen eine neue ausgetauscht. Super, wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Ja, wir hatten das ja in der letzten Folge schon gesucht, weil wir in weiser Voraussicht das Haus schon durchsucht haben. Bringen wir es nach draußen zu meiner Werkbank und bauen die Antenne. So. Ach, er hat hier so ein komisches Spray, okay. Roboter? Ah, der explodiert. Oh. Ach, die Bombe ist von ihm? Hat er denn eine... Oh, die Energie ist jetzt natürlich weg. Hat das denn die Hackerfähigkeit? Seit wann kann man denn eine Tür abschließen? Seit meine Mom immer wieder reinkam, als ich an Geheimprojekten gearbeitet habe. Ich mach schnell die Tür auf. Dustin kann Türen und Truhen mit Tastenfeldern öffnen. Bediene als Dustin ein Tastenfeld und vervollständige die Tastenfolge, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ah, der gute Dustin hat also die Hackerfähigkeit. Und wir sehen hier noch, was wir in der letzten Folge randaliert haben. XBX, jawohl. So. Irgendwann muss ich hier aufräumen. Ich hab dich vermisst, Bett. Okay. Okay. Du stehst in einem dunklen Labyrinth. Nach Norden gehen, nach Süden gehen, nach Westen gehen. Nach Norden gehen. Du wurdest von einer Raupe gefangen. Okay. Dann gehen wir mal nach Süden. Es ist eine Sackgasse. Tu nichts. Du wurdest von einer Raupe gefressen. Das Spiel ist echt schwer, ja. Nach Westen gehen. Du wurdest von... Okay. Dann gehen... Nein! Dann gehen wir nochmal nach Süden. Es ist eine Sackgasse. Gehen, woher ich kam. Nochmal nach Süden? Nach Norden? Du wurdest von... Okay. Kann man hier was... Du wurdest... Okay. Einen Versuch machen wir noch. Nach Süden gehen. Zurückgehen. Ach, egal. Zu schnell gedrückt. Aber sicherlich nicht spielentscheidend, ob wir dieses Text-Adventure bei Dustin schaffen oder nicht. Er zerstört hier einfach die Bäume. Und dann bauen wir das mal zusammen. Cerebro-Antenne. Basteln. Geschafft. Cerebro-Antenne angefertigt. Jawohl. Was machen wir denn mit dem Schrott? Hey, das ist kein Schrott, sondern ein kompliziertes Teil, eine Überraschung, die auf euch wartet. Ich habe den Rest auf der Wetterspitze aufgebaut. Wenn wir da sind und ich die Antenne anbringe, wird es irre. Versprochen. Ich kann leider nicht so gut sprechen wie das, denn ich versuche ihn so ein bisschen zu imitieren. Aber das geht nicht so gut. Ich bitte das zu entschuldigen. Hoppala. Ich war wieder einmal zu schnell. Ah, schau mal an. Ich überlege gerade, hatten wir noch die Hackerfähigkeit? Boah, ich weiß gerade nicht mehr. Wir hatten schon Wetter, sage ich schon, wegen der Wetterspitze. Hackerfähigkeiten. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo sie waren. Aber gut zu wissen, dass wir mit Dustin das jetzt hacken können. Da lohnt es sich dann sicherlich nochmal ein, zwei Orte zu besuchen. So. Aha. Schauen wir erstmal nochmal was. Oh. Leute, irgendwer hat Cerebro demoliert. Jetzt kann ich meine Freunde nie anrufen. Moment mal, du wolltest uns das zeigen?
Um deine Freundin anzurufen? Ja, Susie, soll deine Überraschung sein. Wir müssen die fehlenden Teile finden. Los, sie sind bestimmt irgendwo hier. Oh nein. Die gute Susie, finde die fehlenden Cerebro-Teile 0 von 3. Diese Felsen stören den Empfang. Überlass das mir. Ich kann die Steine mit meiner besonderen Fähigkeit zerstören. Jede Figur hat eine besondere Fähigkeit, die du im Kampf oder zur weiteren Erforschung von Hawkins benutzen kannst. Aktiviere deine besondere Fähigkeit mit X. Sie erfordern Energie. Energie kannst du aufladen, indem du Energie sammelst oder Coke trinkst. In der Hütte am Eingang zur Wetterspitze ist ein Getränkeautomat, falls wir mehr Energie brauchen. Verwende deine Karte, um zu sehen. Okay. Dann... Okay, und da ist eine Coke. Coke gefunden, stellt 3 Energie her. Nice. Oh. Hilfe. Wieso werden wir hier von Männern angegriffen? Was soll das? Eieiei. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Können wir nicht einfach D&D spielen? Sobald ich Susie erreicht habe. Versprochen. Also nie. Es gibt Susie wirklich. Ach, seid nicht so gemein zu Dustin. Susie ist toll, Max. Sie ist ein Genie. Und sie ist heißer als Phoebe Kates. Kates, keine Ahnung. Ich bitte dich, Dustin. So perfekt ist niemand. Ach ja? War nur ein Witz? So perfekt ist niemand. Seine Freundin steht nebendran. That's not fair. Wir können auch nach wie vor unseren Baseball-Freund spielen. Das ist wieder so ein Monsternest, yep. Aber bevor da die großen Ratten rauskommen. Wir haben immer noch keinen kleinen Charakter, oder? Nee, jemand Winziges. Das muss ich aufkriegen. Münzen einwerfen, hier ist der Getränkeautomat. Okay. Mehr ist es leider nicht. Dann gehen wir weiter. Weil wenn jetzt hier Gegner kommen, ist natürlich Fernkampf nicht von schlechten Eltern. Weil... Der wirft einfach Messer auf mich. Was ist los mit ihm? Junger Mann, wir sind Kinder. Eieiei. Was machen diese fiesen Typen auf der Wetterspitze? Keine Ahnung. Wir waren fast den ganzen Sommer in dem Starcourt Mall. Da habt ihr wohl einiges verpasst. Okay. Dann eine Bombe bitte. Erste-Hilfe-Kasten. Sicherlich auch nicht verkehrt. So, wir haben aber noch kein Teil bisher gefunden. Oh. Können wir gehen? Das dauert ewig. Halt falsch. Oh, nein! Ach, Mist. Falscher Knopf. Jetzt haben wir Energie verschwendet. YXB. So, zack. Wir wechseln mal nochmal. Jupp, da ist nämlich wieder ein Messerwerfer. Gebt uns Cerebro zurück. Das ist schon... Ah, da in der Truhe ist bestimmt was drin, oder? Zack. Cerebro-Teil. Leute, das ist eins der fehlenden Teile. Wir sind dem Anruf bei Susie einen Schritt näher. Und einen Schritt näher daran, nach Hause zu gehen. Suchen wir weiter. Da kommt eine Ratte. Also, Hawkins hat definitiv ein Rattenproblem, würde ich behaupten. Ein ganz großes Rattenproblem. Boah. Wir müssen hier unbedingt das Monsternest wegkriegen. Uiuiui, da. Oh, was haben wir da? Motorenöl. Oder auch einfach Motoröl genannt. Okay, jetzt schauen wir mal schnell. Ah, da würde es irgendwo runtergehen. Aber... Aber hier ist doch... Nee, hier kommen wir nicht durch. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo so ein... In manchen älteren Videospielen gab es ja dann so geheime Durchgänge. Aber hier sehe ich jetzt zumindest erstmal nichts. Oder wir kommen da... Ah, schau mal her. Oder wir kommen da später noch hin. Ein Metallrohr und
das. Hoppala. Da habe ich mich jetzt irgendwo verdrückt. Erste Hilfekasten und Coke. Gut, also energietechnisch sieht das gut aus. Wir haben auch Coke und Erste Hilfekasten. Alles wunderbar. Lass das denn in Ruhe. Hör auf, Messer zu werfen. Junge. Was sind das hier für brutale Menschen? Ich glaube, sie kommen nicht von hier. Es ist auch eine Kleinstadt. Ja, ja, es ist schon strange, dass hier irgendwelche Erwachsenen rumlaufen und mit... Und mit... Alter! Der wirft ja einfach mit Dynamit auf uns. Was ist los mit ihm, mit Mollys? Eieieiei. Der hält aber ganz schön was aus, du. So. Das denn? Dann haben wir hier wohl Teil 2, jawohl. Geht's hier weiter? Hier geht's weiter. Schauen wir mal hier runter noch. Vielleicht kommen wir auch da jetzt zu dem geheimen Eingang, den wir vorhin schon auf der Map gesehen haben. Hier ist auf jeden Fall... Oh, sieht ja fast so ein bisschen nach Kommandozentrale aus hier, hä? Also... Wieso liegt hier ein Funkgerät herum? Vielleicht will jemand seine Freundin kontaktieren? Oh, bist du gemein. Touché. Über das Funkgerät hörst du ein gut besuchtes Einkaufszentrum. Ab und an hörst du, wie ein Stuhl auf den Boden geschoben wird. Über das Funkgerät spielt Büroklänge ab. Sanftes Knistern. Und jetzt sind wir wieder im Einkaufszentrum. Okay. Lauschangriff, würde ich sagen, hä? Das ist aber nicht nett. Das ist nicht nett, was ihr hier macht. So. Wir kümmern uns hier um Hawkins Rattenproblem. Ich bin mal gespannt, wann wir hier einen Ehrenorden kriegen. Dafür, dass wir hier die Rattenplage in Hawkins drastisch reduzieren. Denn wenn diese Stadt, wie man sieht, eins hat, dann sind es Ratten und irgendwelche fiesen Typen. So. Das ist mir fast zu einfach gewesen. Ne, da ist auch noch ein Unterteil nicht drin. Ich glaube, diese verrückten Objektekerle hatte recht. Wir müssen uns mit ein paar Objekten bewaffnen. Wir sollten eine Werkbank finden und welche basteln. Du kannst Bastelrezepte jederzeit anzeigen, indem du Select drückst und die Registrierkarte basteln willst. Jo. Wir haben jetzt ja schon einiges an Crafting-Materialien gesammelt. Wir werden das auch machen, aber zuerst möchte ich natürlich Cerebro Teil Nummer 3 finden. Ich habe aber auch das Gefühl... Oh, er schreit schon. Achtung. Ja. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, das dauert nicht mehr so lange. Okay. Wir sind hier voll. Messerwerfer. Na, guck mal, der ist so weit weg. Der wirft nicht ein Messer. Was wollen die mit meinem Funkgerät? Vielleicht sind sie maskierte Aliens. Was? Ja, und sie wollen mit den Teilen nach Hause telefonieren. Ihr nervt. Ja, seid doch mal lieb zu Dustin. Er ist gerade vom Ferienlager nach Hause gekommen. Und ihr seid so gemein zu ihm. Oh. Aktiviere mit B, aber drückst du zu lange. Okay, blöd. Jetzt habe ich gerade auf Angriff gedrückt. Und das erste fällt damit. Das ist eins der Cerebro-Teile. Sehr gut. Seht mal, das letzte fehlende Teil. Du gibst dir echt Mühe, um so zu tun, als hättest du eine Freundin. Sie ist nicht erfunden. Los, zurück zur Cerebro, dann beweise ich es euch. Jawohl. Das machen wir. Okay. Ich kann blockieren. Das kostet aber Energie, oder? Nee, kostet es nicht. Schauen wir mal schnell, was hier noch so ist. Es sind noch mehr. Was sind... Also, Hawkins hat einen Schläger und ein Rattenproblem. There ain't nobody that's by whatever. Hier liegt... Oh! Was zum Henker? Sollten wir da überhaupt schon rein? Oha!
Hier unten ist ein Zimmer, Leute. Moment mal, seit wann ist das denn da? Keine Ahnung, ich war auch noch nie hier. Wir sollten erstmal... Gut, dass die hier Gesundheit droppen. Okay. Eigentlich wollten wir ja... Susi anrufen. Jetzt sind wir hier wieder in der geheimen Basis. Müssen wir jetzt noch schnell... So. Ah, da ist wieder so ein Molotow-Cocktailwerfer. Das ist echt mies. Also, schaut mal, wir haben hier schon 21 Dollaris. Oh, da ist ein Zwerg. Na, das hat sich doch gelohnt. So. Sieht so aus, als würden sie einen Tunnel graben. Hm, das ist komisch. David. Gut, okay. Die andere Tür können wir noch nicht öffnen, dafür bräuchten wir den Bolzenschneider. Und dann werden wir in der nächsten Folge erfahren, ob wir Susie wirklich erreichen oder nicht und ob Dustin sich dann dem Gespött seiner Freundin aussetzen muss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Stranger Things.